Ich bin Autistin. Unser größtes Problem ist nicht der Autismus, sondern die nicht-autistische Welt, in der wir leben. Wie sollen wir uns da zurechtfinden? Ich schreibe das in meinem Blog. Sprechen muss es jemand anderes. Tanja, du sprichst es. Ja, ich sprech's. Du sprichst es, dass alle es verstehen. Ja, ich spreche es so, dass alle es verstehen. Ich werde es versuchen. Sprich nicht zu hastig. Nein, ich gebe mir Mühe. Sprich weiter! Ich verarbeite Informationen anders. Ich tippe das zum Beispiel doppelt so schnell, als Tanja es jetzt vorliest. Für mich ist das nicht lustig, wenn meine Hände zittern. Für Sie vielleicht, Frau Ingeborg Harms. Sie schreiben in der Zeit über den YouTube-Tanz Harlem Shake. Er sei die Antwort auf den sexuellen Autismus unserer Gegenwart. Geht es noch, Frau Harms? Machen Sie sich lustig darüber, dass Autisten in Überforderungssituationen zappeln und mit den Händen flattern und in solchen Momenten ihren Körper nicht kontrollieren können? Ich kann nicht darüber lachen. So, Freund. Obwohl ich den Harlem Shake an sich schon sehr amüsant finde. Die Zentralstelle für Chiffrierwesen im Bundesnachrichtendienst war ein Verein mit hauptamtlichen Autisten. Alexander Wallasch, Sie nennen in Ihrem Debattenmagazin die Mathematiker Autisten. In einer ehemaligen Dienststelle des BND. Ein Verein mit hauptamtlichen Autisten! Filme oder Bücher und Artikel wie Ihre haben ein Bild von Autisten gezeichnet, das bestimmt ist von der Außensicht auf Sie. Manchmal stehen plötzlich Menschen vor mir, die mir die Hand schütteln, vielleicht weil sie mich kennen. Wie soll ich mir ihre Gesichter merken und die dazugehörigen Namen? Herr Niggemeier, Sie kommentierten auf Twitter eine Talkshow im Fernsehen mit den Worten, die Moderatoren hätten einen Widerwillen gegen diese beiden Autisten, Merkel und Steinbrück, gezeigt. Diese beiden Autisten gezeigt. Ich mag, dass die Moderatoren ihren Widerwillen über diese beiden Autisten nicht mehr verbergen. Sie benutzen den Begriff Autisten als Schimpfwort. Ihr Tweet ist fatal. 89 Mal wurde er retweetet. Den Retweetern ist nicht bewusst, was die gedankenlose und unkritische Anwendung des Begriffs für Autisten bedeutet. Sie beschädigen unser Leben und das Zusammenleben mit unseren Mitmenschen. Michael Backhaus. Die Autisten von Berlin. Autisten von Berlin. Sie titeln in der Bild-Zeitung, die Autisten von Mitglieder Berlin. Der Großen Koalition seien die Autisten von Berlin. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf damit. Im Bett weine ich, weil ich nicht zur Ruhe komme. Schlafe mit der halben Dosis meiner Beruhigungstropfen völlig verkrampft ein. Sprich langsam, Tanja. Ja. Ich bin Autistin. Mein größtes Problem ist nicht der Autismus, sondern die nicht-autistische Welt, in der ich lebe. Ja, ich... Wer sich...